liebe Kampfsportfreunde, hier Stefan von Fight Manager TV. Ja, und heute zu Gast, er ist Inhaber des Stahlwerk in Baden-Baden, lizenzierter Boxtrainer, auch selber noch aktiv als Profiboxer unterwegs. Er hat eine super Statistik, 6 Kämpfe, 6 Siege, Personal Coach. Ja, ich heiße herzlich willkommen Simon Müller. Hi. Simon, wie geht's dir? Gut, und selbst? Wunderbar, ich bin froh, dass du da bist. Und ja, saubere Bilanz, 6 Kämpfe, ja. 6 Siege im Profibereich. Erzähl, du bist ja im Amateurbereich rübergekommen, in den Profibereich. Wie war da der Wechsel? Das ist ja 2018 gewesen. Ja, das war am Anfang relativ hart, weil das Profibusiness ein bisschen was anderes ist als Amateurboxen, sage ich mal. An sich bin ich gut angekommen, denke ich. Habe aber auch schon davor 3 Jahre als Profi trainiert, also im Profikader. Und deswegen war es eigentlich kein Problem. Ja. Dann ist okay. Ich denke mir auch, wenn man so im Amateurbereich kämpft, da ist ja auch die Frequentierung ganz anders. Das heißt, man trainiert ja eigentlich pro Woche auf Kämpfe, auf Turniere. Ja. Und das ändert sich ja dann im Profibereich, richtig? Eigentlich nicht. Nein? Also das Training bleibt. Also bisher immer geblieben seit dem Zeitpunkt. Ja. Und ja, Frequenz gleich oder sogar noch höher im Profibereich. Aber du hast gesagt, es ist schon ein bisschen eine härtere Geschichte. Ja. Was sind da die Punkte, die da dafür sprechen? Das liegt einfach am Kämpfen selbst. Ja. Im Amateurbereich geht man mehr auf Punkte, man geht rein, raus, man hat einen anderen Stil. Mhm. Im Profiboxen ist das Ganze mit Kombination, härtere Schläge. Es ist einfach anders, ja. Mehr Runden. Ja. Du organisierst ja auch selber Veranstaltungen. The One sozusagen. Ja. Wir sagen auch The One teilweise, also das dürfen wir auch. Das ist auch eine große Nummer. Also da bist du teilweise Veranstalter und bist auch selber Profiboxer und lässt dann deine Kämpfer und Kämpferinnen boxen. Was hast du dann für ein Feeling dabei? Ja, das ist meist fast nervöser, als wenn man selbst kämpft, weil man hat es nicht in der Hand. Also man möchte da gerne immer eingreifen, ja, und schauen, wie was läuft. Ist nicht so. Aber die Nervosität ist schon da, wenn man da als Coach dann in der Ecke steht und dann noch die eigene Veranstaltung halt macht. Ja. Ich denke auch, dass wenn man eben so aktiv dabei ist, dass man da wirklich gleich auch reinfliegen möchte und die Fäuste... Zum Teil auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Was ja auch okay ist. Also meine Emotionen dürfen ja auch sein. Wie ist das mit der Vorbereitung? Ich meine, gab es das bei dir oder euch schon, dass du einerseits für einen Kampf dich vorbereitet hast und andererseits aber auch gleich Kämpfer und Kämpferin mit vorbereitet hast? Beim allerersten Event, da hieß es noch nicht The One, sondern war es damals noch eine ganz normale Boxgala, sag ich mal, die erste, die wir überhaupt gemacht haben, am gleichen Standort aber. Und da war es tatsächlich so, dass ich glaube, 14 Tage vorher selbst gekämpft habe. Wow. War dann in der Vorbereitung, gleichzeitig habe ich meine Jungs vorbereitet. Mental ist das natürlich schon eine besondere Sache. Ja. Man muss da sein für die Jungs, die mental aufbauen, selber mental fit sein. Das ist eine große Arbeit. Also auf jeden Fall. Ich kann es auch bestätigen, denn du hast mich ja engagiert als Sprecher, wo ich auch sehr dankbar bin natürlich. Aber das hat man auch schon ein bisschen gemerkt. Wir haben auch miteinander gesprochen. Du warst schon sehr angespannt und du warst aber gottenfroh, als es dann auch durch war. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das Feeling ist wirklich, also da brennt man. Man muss dazu sagen, es war auch die erste Veranstaltung damals. Jetzt kennt man sich ein bisschen mehr aus als damals. Man will auch was liefern, man will den Leuten was präsentieren und auch schauen, dass die eigenen Kämpfer natürlich topfit sind. Das ist sehr wichtig. Ja. Du bist aber auch nicht allein, weil der Karma Maloku zum Beispiel, auch ein Profiboxer, ich glaube BDB, GBU hat er, die ist er Champion und The One UBF, auch sogar. Ja. Hallo, genau, und der hilft ja auch mit. Der hilft auch mit, ja. Er ist in der Vorbereitung dabei. Ja. Er war jetzt jedes Mal der Hauptkämpfer von der Veranstaltung. Der Arme. Deswegen ist er so, sag ich mal, die vier Wochen davor ist er noch voll dabei. Und so ab 2 Wochen davor übernehme ich dann alles, weil damit er zur Ruhe kommt, damit er seine letzten Trainings machen kann. Ist nicht so einfach, ja, das Ganze zu organisieren und gleichzeitig, sag ich mal, das ganze Event zu handeln. Ja. Absolut, absolut. Wie ist das? Das ist immer sehr interessant, das sieht man sehr oft, dass gewisse Kämpfe von einem Verband und dann gewisse Titelkämpfe vom anderen Verband gekämpft werden. Warum ist das so? Ist das bewusst oder ist einfach will man da eine gewisse Variabilität behalten? Ich denke mal, man schaut auch, was einem angeboten wird, was es jetzt gerade gibt. Ne? Es kommt auch darauf an, die Ausgaben. Es gibt ja Sanktionen für gewisse Verbände und da wird halt geschaut, was ist im Rahmen, was ist im Rahmen der Veranstaltung. Man ist am Anfang, kann man da jetzt schon eine IBF, eine WBO oder und so weiter kommen lassen? Ne? Das muss man immer schauen und das muss sich im Rahmen bewegen. Und deswegen. Also da müsst ihr richtig Recherche betreiben und gucken, was können wir unserem Publikum anbieten, oder? Ja.
Wie ist es mit Sponsoren? Wie kriegt man die an Land? Also ich meine, Kampfsport ist und bleibt Kampfsport. Boxen natürlich ist sehr traditionell. Ja. Sind das Menschen, die einfach auch den Sport lieben? Auch, ja. Sind auch dabei. Es ist sehr viel aus dem nahen Umfeld von uns. Sind da Leute, die uns einfach unterstützen wollen, die das auch feiern, ja? die da sind, dann im VIP-Bereich oder wo auch immer, ja? Sich aufhalten und denen das einfach gefällt, ja? die dabei sein wollen, uns unterstützen wollen. Das belebt ja den Kampfsport, ja, eigentlich. Das ist super, dass die Menschen auch da teilhaben möchten. Es ist immer lustig, wir fragen dann auch immer die Leute, die Sponsoren, ob sie gerne auf die Bühne kommen, eine Bewerbung machen können. Ja. Nee, lass mal gut nicht sein. Alle, ja. Aber es ist ja eigentlich die beste Chance, um Werbung in eigener Sache zu machen. Ja, ich denke, die meisten machen es einfach, um uns zu unterstützen. Ja? Die wollen gar nicht so, sag ich mal, im Mittelpunkt stehen, sondern die wollen zeigen, wir sind da, wir sind für euch da. Ja. Wir machen was für euch, wir unterstützen euch, aber sich selber so in den Mittelpunkt zu stellen, das wollen die meisten nicht. Ja. Was ja eigentlich sehr nett ist. Ja, also, bodenständig. Wird nicht irgendwie auf die richtig eigene Schulter geklopft, sondern man sagt, hey, wir möchten den Sport in richtiger Weise unterstützen. Genau. Das ist cool. Wie sieht es aus mit der Weg des Profiboxers? Sagen wir mal, man kämpft als Profiboxer, man hat eine Bilanz, wie zum Beispiel du jetzt, 6 Kämpfe, 6 Siege. Was sind die Ziele und was sind die Möglichkeiten? Das bedeutet in diesem Sinne, ich bin natürlich im Boxrec eingetragen. Wie kann ich mich bewerben, beispielsweise für eine Europameisterschaft oder zuerst deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft? Und wann bin ich bereit auch für eine Weltmeisterschaft? Ja, das kommt darauf an. Man muss gewisse Gegner kämpfen, die auch in der Rangliste, sag ich mal, vor einem sind oder dementsprechend gelistet sind, um in der Rangliste sich hochzuarbeiten. Es gibt ja eine deutsche Rangliste oder dementsprechend aus den Ländern, wo die Kämpfer dann herkommen. Ja. Und halt die Weltrangliste. Und da kommt es drauf an, wo man gelistet ist und man bekommt dann eben auch Angebote. Ja. Und das sind natürlich auch gute Angebote. Ja. Ich denke mir, zum Teil, wie oder wer entscheidet das jetzt bei dir? Also ich meine, klar, du hast dein eigenes Gym, das Stahlwerk, Baden-Baden, das muss man auch sagen. Da bist du auch Personal Coach, also du hast wirklich viele Funktionen. Und wie entscheidest du, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne, diesen Kampf würde ich jetzt annehmen. Welche Faktoren müssen da stimmen? Ist man im Training, wann ist der Kampf? Das kommt alles drauf an. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Angebot bekommen, bei SAS zu kämpfen. Da war ich vorher verletzt. SAS Boxing, super. Bei SAS Boxing gegen Roman Fress um die deutsche Meisterschaft. Wow. Und konnte damals nicht zusagen. Erstens war der Kampf in 3 Wochen. Also die versuchen schon einen dann auch ein bisschen so die Vorbereitungszeit zu nehmen. Und zweitens war ich verletzt. Ich war verletzt an der Schulter letztes Jahr. Mhm. War da gerade wieder ins Training gestartet und dann bespreche ich das mit meinem Coach. Okay. Dementsprechend. Und dann haben wir uns entschieden, das erstmal nicht zu machen. Wir sind jederzeit bereit. Ja, ja. Mit der gewissen Vorbereitungszeit und wenn man fit ist, das zu machen. Ja, ja, der Ulf Steinfort ist ja da bei SAS Boxing. Ja. Man würde eigentlich sagen, es empfiehlt sich, immer stetig am Ball zu sein und immer im Hochleistungsbereich zu trainieren, dass, wenn mal eine Anfrage kommt, dass man seine Joker-Karte ausspielen kann eigentlich. Genau, oder? So habe ich das jetzt auch gemacht. Also seit September, wo die Verletzung dann auskuriert war, sage ich mal, sind wir durchgehend im Training. Clever. Wir sind fast auf 100%. Also wir bewegen uns immer bei 70-80%, sodass wir dann immer auf die 100 kurzfristig kommen. Okay. Deswegen auch, ich habe vor kurzem in Belgien gekämpft und da hatte ich auch eine Woche vorher die Anfrage. Also da ist ein Kämpfer ausgefallen und dann habe ich zugesagt. Ja. Das ist wirklich taktisch sehr gut. Ja. Das wissen aber auch, glaube ich, die Großen, oder? Das wissen die Großen. Okay. Ja gut, ich meine, das ist ein Business und man sieht ja auch nicht gerne seinen eigenen Leute verlieren. Wir möchten aber auch niemandem was unterstellen. Genau. Ich denke, es geht darum, dass, wie du das auch schon selber gesagt hast, stetig dranbleiben und dann bist du eigentlich immer bereit für einen Champion-Kampf. Richtig. Oder? Richtig. Muss auch nicht jeder wissen. Ja. Wie bereitest du, wann fängt das bei dir an mit Vorbereitung? Klar, du hast jetzt gesagt, du bist immer dran, aber wenn du jetzt wirklich weißt, ich habe ein super Angebot, sei es von Universum oder SAS, dann musst du ja eine Schippe drauflegen. Ja. Wie machst du das? Du musst ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ein bisschen was. Also wir stellen Einblicke. Das Training um. Wir trainieren täglich, momentan auch. Also wir sind täglich im Training eigentlich. Es gibt selten mal Ruhetage. Dann gehen wir auf 2-mal pro Tag. Also 2 Trainingseinheiten pro Tag, je nachdem. Ein bisschen andere Sparringspartner. Da schaut man sich dann um und dementsprechend. In welchem Gewicht kämpfst du nochmal? Im Cruisergewicht. Und gibt es da genug Sparringsmöglichkeiten? Ja.
Machst du auch mit Rechtsausleger, Linksausleger? Wechselst du da? Wenn es sich ergibt, ja. Was ist für dich angenehmer? Spielt eigentlich keine Rolle. Das ist immer gut. Also ich habe tatsächlich einen Profiboxer, du kennst ihn auch, den Muhammad von uns vom Gym. Ja, klar. Der ist Rechtsausleger und der zum Beispiel bietet sich dann auch an als Heavyweight, als Sparringspartner. Ja. Das kann von Vorteil sein, oder? Ja. Also die schlagen ja teilweise so ein bisschen fester. Ja. Und aber das ist gutes Training, weil wenn du dann wieder in der gleichen Ebene kämpfst, dann ist ja eigentlich ein Vorteil für dich. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie ist das mit eine Klasse höher oder eine Klasse runtergehen? Ist das spannend? Weil der Canelo zum Beispiel, der macht das ja gerne. Der ist ja in verschiedenen Gewichtsklassen ist der Champ. Und das sieht immer gut aus. Das ist, glaube ich, bei ihm ein bisschen was anderes, weil er bewegt sich ja im Mittel-, Supermittel- und Halbschwergewicht. Also so hat er sich jetzt die letzten Jahre bewegt. Und das Cruisergewicht hat ja eine Spanne von 10 Kilo. Da geht es bei 80 oder 79,8 Kilo los bis 90,7. Da dann drunter zu kommen, wenn man schon am Limit ist, also wenn man sich bei 88, 87 Kilo bewegt, ist schwierig. Ins Schwergewicht kann man natürlich gehen. Ja. Okay, Schwergewicht ist irgendwann dann mal Open End, heißt es schön von dem her. Du bist ja zertifizierter Boxtrainer. Warum wolltest du das werden? Das hat mir Spaß gemacht. Das ist meine Berufung, sage ich immer. Mir macht Spaß, Leute zu trainieren, denen was zu geben, denen was zurückzugeben, was man gelernt hat. Mhm. War schon immer mein Ding und Ja, das ist total cool, weil, wie gesagt, du hast ja nur Vorteile. Wie gesagt, wir hatten ja das vorhin mit dem Kampf. Da bist du Coach und dann bist du selber auch. Wie streng bist du mit dir selber, wenn du bist ja zertifiziert, aber dann du könntest dich ja eigentlich selber coachen. Lässt du dich coachen trotzdem? Ja, das ist sehr wichtig. Also ich habe tatsächlich 2 Kämpfe ohne richtigen Coach gemacht. Habe mich da selber vorbereitet, aber man fühlt sich nicht so sicher. Mhm. Wenn jemand da ist, der auch eine Ahnung hat, der einen unterstützt, dann fühlt man sich viel sicherer. Man hat jemand da, man hat einen Ansprechpartner. Auch für das ganze Mindset ist natürlich sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja. Sind die Leute auch immer frei? Also das stellt sich auch die Frage, wie kannst du dir die auswählen? Es geht nach Region oder bekommst du einen Tipp oder jemand sagt, hey, Simon möchte ich sehr gerne trainieren? Ich habe tatsächlich durch einen Zufall einen Coach kennengelernt, der auch mittlerweile eingestellt ist bei mir, der bei mir arbeitet und auch die Gruppentrainings zum Teil übernimmt. Und das war mehr oder weniger ein Zufall. Hat sehr gut gepasst. Ich habe ein paar Mal mit ihm trainiert. So hat es eigentlich angefangen. Mhm. Und seitdem arbeite ich mit ihm zusammen, seit einem Jahr jetzt. Ja. Kannst du mit ihm auch boxen dann? Also ist er, weil es gibt ja die Unterschiede zwischen teilweise vom Alter, dass die Leute dann vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen älter sind und man boxt dann nicht mehr mit ihnen, sondern hat Pratzentraining und andere können mit dir aktiv noch mitboxen. Was siehst du da als Vorteil? Er kann schon noch mitboxen. Aber als Coach ist es natürlich, er stellt mich um, er bearbeitet meine Technik, sage ich mal, meine Beintechnik. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, der Coach kann schon mit einem trainieren, aber es ist was anderes, als wenn man einen Sparringspartner hat. Okay. Ja, man hat immer Respekt vor dem Coach, das ist eine Respektsperson für einen und deswegen ist es nicht so schön, finde ich, wenn man da Sparring. Man sieht ja in den Filmen, egal ob es Rocky ist oder so, immer diese Sparringspartner, die werden immer weggeblasen. Entweder sind sie ganz stark und dann motiviert das den Kämpfer, noch besser zu werden. Oder das ist im realen Leben natürlich nicht so. Ja. Also das sind wirklich gute Fighter. Ja. Da ist man teilweise auch auf Augenhöhe. Wenn es natürlich ein schweres Gewicht ist, ist es teilweise auch so, dass er besser ist. Ja. Aber das ist schon ein harter Job, oder? Auf jeden Fall. Wird aber mit Schutz auch gekämpft? Immer. Also wir machen Sparring nur mit Kopfschutz, mit Mundschutz, mit Tiefschutz. Komplette Ausrüstung und bereiten uns da schon sicher vor. Ja. Ich kenne das aber auch von mir selber, wenn ich da mit Kopfschutz Sparring mache und dann nachher ohne. Da ist einfach noch diese Distanz da. Ja, man kriegt da vielleicht auch mal einen Schlag ab, den man so nicht kriegen würde. Ja, das ist ja genau. Ja. Also, aber es ist halt einfach wichtig, auch in der Gewichtsklasse da nichts abzukriegen oder jetzt 3 Wochen vor einem Kampf noch einen Cut abzubekommen oder so, das muss ja, das sein, ist wichtig, gell? Ja. Ich denke es auch, wenn ich dann so ausweiche, normalerweise ohne Helm geht's neben durch und sonst gibt es hier eine Eruption am Kopf, oder? Aber trotzdem, man darf nicht unterschätzen, also wenn man auch mit Olympischen beispielsweise mit dem Kopfschutz kämpft, das kann auch wehtun. Das kann schon wehtun, ja. Also, das ist richtig. Da kann man den Leuten sagen, das ist nicht ohne. Also wenn sie den nächsten Film gucken, dann bitte. Na. Richtig. Wie sieht es aus mit D1 für 2021? Was ist geplant? Also wir sind in Planung für ein Pay-Per-View-Event. Also da haben wir was vor. Wir sind da noch am Schauen, haben uns ein paar
sag ich mal, Tipps und Tricks angeschaut in Belgien, wo wir gekämpft haben, Kammer okay. und ich. Die haben auch ein Pay-Per-View-Event gemacht. Das haben wir uns so ein bisschen genauer angeguckt und hat uns gefallen. Mhm. Sind wir am Überlegen, ob wir da in die Richtung was machen. Und natürlich also später, eine Art Online-Event dann? Genau, online mhm. mit Online-Ticketkauf oder ja, ja, eben dann der Übertragung. Ja. Und später des Jahres haben wir auf jeden Fall wieder ein großes Event eigentlich in Planung. Natürlich müssen wir schauen, ob es klappt. Und da wollen wir auch einen Weltverband dazu nehmen. Also das immer umschauen. Das ist super, oder? Grandios. Ja. Ich meine, ihr habt da auch wirklich ganz tolle Verbände am Start, habe ich ja gesehen. BDB, ja. Da war sogar der ehemalige Bundestrainer des Deutschen Boxverbandes, also ja. die da am Ring saßen, Jürgen Lutz, der leider verstorben ist. Ja. Das ist sehr schade. Aber ihr guckt da schon, dass Qualität da am Start ist. Ist das auf richtig? Jeden Fall. Ja. Mit den Jahren haben wir das gelernt. Ja. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir wollen richtige Kämpfer haben und dass die Leute auch was geboten bekommen. Ja. Wenn man so ein Online-Event macht, was schwebt euch vor? Wie viele Kämpfe möchtet ihr da machen? Weil es wird ja immer wieder mal jemand wegfallen. Und natürlich jetzt für ein Online-Event ist es immer schwer, eine wirkliche tolle Kampfpaarung zu finden. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ja. Ich würde sagen 8 bis 10 Kämpfe mhm. im Event an sich. Und es gibt im Moment genug Kämpfer, die wahrscheinlich kämpfen werden und auch gegeneinander kämpfen werden. Das ist eine andere Situation jetzt gerade. Ja. Und ich glaube, dass das viele nutzen werden wollen, wenn es die Möglichkeit gibt zu kämpfen. Ja. Da geht es um Ruhm und Ehre. Richtig. Das ja. ist gut. Das ja. macht den Kampfsport so attraktiv. Auf jeden Fall. Ja, ja, dann hoffen wir, dass The One sozusagen, ja. ich entschuldige mich, das heißt ja richtig The One. Ich wurde da mal belehrt auch, aber das ist gut, das soll auch so heißen. Ja, zum Schluss habe ich noch 5 Fragen an dich. Das mhm. Bekommt jeder Gast bei uns. Ja. Da musst du durch. Das okay. ist knallhart. Du darfst dich entscheiden zwischen ja, A und B, Rot und Blau, 1-2, mhm. ja und nein, aber nicht vielleicht. Gell? Okay. Wir kommen zur Schnellrunde mit Simon Müller. Und ja, ich starte mit Frage Nummer 1. Hulk oder Spider-Man? Hulk. Hamburger oder Döner? Döner. Street Fighter oder Mortal Kombat? Street Fighter. Karate Kid oder Karate Tiger? Karate Tiger. Knödel oder Sushi? Knödel. Perfekt, super. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken. Lass uns unseren Zuschauern noch ein großes Dankeschön sagen, dass ihr wieder dabei wart. Ja, heute wieder beim Fight Manager TV zu Gast Simon Müller. Stahlwerk Baden. Baden ist sein Gym. The One, das Event. Profiboxer. Wir werden noch viel von dir hören. Bis Dankeschön. Bald und haut rein. Ciao.